Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als wir das Thema dieser Aktuellen Stunde veröffentlichten, wurde ich gefragt, was wir denn unter dem Wort seriös verstehen. Und seriös mit dem Blick auf ein Theaterkonzept meinen für uns auf realistischen Zahlen basierend, für alle nachvollziehbar, glaubwürdig, zuverlässig und vor allem, was die Zukunft anbelangt, auch tragfähig. Zu Beginn dieses Jahres wurde jedoch einmal mehr offenbar, dass die Theaterreform des Kultusministers eben nicht auf realistischen Zahlen beruht. Und das Einzige, was an der Theaterreform des Ministers zuverlässig ist, ist die Finanzlücke, die die Theatern auch nach einer Fusion innerhalb kürzester Zeit droht. Diese Finanzlücke entsteht, obwohl sich das Theater an die Zielvereinbarung hält, die es mit dem Ministerium geschlossen hat. Und anders als beim Metro-Modell für den östlichen Landesteil wurden die Defizite nicht nur von der Opposition und den Theaterträgern vorgerechnet, sondern diesmal attestierte ihnen das auch die landeseigene Tochtergesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung. Wir haben ja schon seit längerer Zeit aus kulturpolitischer Sicht Zweifel an weiteren Fusionen im östlichen Landesteil. Nun könnte man ja meinen, dass nun wenigstens die betriebswirtschaftlichen Zweifel zu einem Umdenken in der Kulturpolitik führen könnten, jedoch weit gefehlt. Minister Brotkorb betrieb an dieser Stelle eine massive Geheimhaltungspolitik. Seit fast 14 Monaten ist er darüber informiert, dass die Fusion der Schweriner mit dem Parchimer Theater eben nicht die erwünschten Einspareffekte erzielt, dass die Einnahmen niedriger und die Ausgaben höher ausfallen als ehedem von einer Münchner Beratungsfirma prognostiziert. Doch statt die Reißleine zu ziehen, wurde die Existenz des GSA-Gutachten verschleiert. Der Minister versteckte die Ausgaben unter dem bis dahin nicht für die Theatergutachten verwendeten Haushaltstitel Ausgaben aufgrund von Werkverträgen und verschwieg über ein Jahr ganz einfach die Ergebnisse der betriebswirtschaftlichen Analyse vor dem Parlament und der Öffentlichkeit. Und das, meine Damen und Herren, ist der eigentliche Skandal. Was danach kam, fällt dann eher in den Bereich Tragikomödie. Tragisch, weil die Regierungsfraktionen dieses Gutachten nicht kennen oder nicht kennen wollen, das im Auftrag des eigenen Bildungsministers erstellt und dessen Existenz durch eine kleine Anfrage der Opposition offenbar wurde. Tragisch, weil das Kabinett im Dezember 2015 eine Entscheidung zum Theater traf, anscheinend, so wird zumindest der Eindruck vermittelt, ohne sich im Klaren zu sein, dass spätestens ab dem Jahr 2018 eine erneute Finanzlücke in Millionenhöhe auf das gerade erst frisch aus der Taufe gehobene, fusionierte Theater und die Träger zukommt, zu denen dann auch das Land gehören wird. Es ist kaum vorstellbar, dass ein so wichtiger Beschluss ohne Kenntnis dieses Grundlagenpapiers erfolgt. Wenn doch, wäre das ein weiterer kulturpolitischer Skandal. Ich fasse noch einmal zusammen. Bereits in den ersten Metrum-Gutachten sind massive Fehler aufgetaucht. Dann hat das detaillierte GSA-Gutachten gezeigt, dass es auch zukünftig weitere Finanzlücken geben wird. Nach wie vor jedoch hält der Bildungsminister und Kulturminister unbelehrbar an seinem unrealistischen Konzept für die Theater fest. Wir werden bei den Theatern keine Werftenpleite 2.0 nach der Wahl zulassen. Der Kultusminister hat offensichtlich versucht, sich mit diesem Klein-Klein irgendwie über den Herbst zu retten. Zum Jahresende wären dann plötzlich die neuen Defizite aufgetaucht und nach der Wahl wäre der Weg frei für einen weiteren Kulturabbau. Diese Pläne wurden nun durchkreuzt und das ist gut so. Deshalb ist es nun endlich an der Zeit, dass für ein Theaterkonzept, das auf realistischen Zahlen beruht, nachvollziehbar ist und sich vor allem auch in der zumindest nahen und mittelfristigen Zukunft als tragfähig erweist. Das Wort hat nun der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Herr Brotkorb. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es stehen zwei Vorwürfe im Raum, die ich so an den Haaren herbeigezogen finde, dass ich darauf nur sehr kurz reagieren werde, Frau Berger. Sie attestieren und stellen fest, dass angeblich ein Geheimpapier vorliegt und das tun Sie 4 Wochen, nachdem Ihnen dieses Papier offiziell über die Landtagsverwaltung durch die Landesregierung zur Verfügung gestellt wurde für ihre Arbeit.
Ein Geheimpapier ist ein Papier, das man nicht kennt und nicht ein Papier, das man schon 4 Wochen zur Verfügung hat, um sich damit als Abgeordneter auseinanderzusetzen. Das, warum auch immer nicht alle Abgeordneten dieses Papier unmittelbar zur Verfügung hatten, mag dann dazu beigetragen haben, dass der Eindruck entstanden ist, es handle sich um ein Papier, das den Abgeordneten nicht zur Verfügung gestellt wird. Zweitens, es steht der Vorwurf im Raum, Herr Brotkorb hätte in den letzten 4 Jahren verschleiert, dass den Theatern Defiziten drohen. Und dass wir auch im Umstrukturierungsprozess zusätzliche Mittel in die Hand nehmen werden und in die Hand nehmen müssen, um den Reformprozess zu gestalten. Ich muss gestehen, dieser Vorwurf irritiert mich noch viel mehr, weil ich mich dann frage, was machen wir denn hier seit 4 Jahren? Wie oft diskutieren wir genau über dieses Thema hier im Parlament? Und warum tun wir das alles? Ja, natürlich, weil diese Defizite drohen. Und man kann es auch positiv ausdrücken, wir wissen alle und haben das auch immer gesagt, dass die Theater auch in den zukünftigen Jahren noch zusätzliche Finanzmittel des Landes brauchen. Das können Sie als Defizit bezeichnen. Ich bezeichne das als die Mittel, die notwendig sind, um eine Reform durchzuführen, ohne soziale Härten und ohne betriebsbedingte Kündigung. Man kann es auch positiv formulieren. Und insofern muss hier keiner überrascht tun. Diese ganzen Ankündigungen, Frau Berger, können Sie Ihrem eigenen Ausschussprotokoll der zweiten Sitzung dieser Legislaturperiode aus dem Jahr 2011 entnehmen. Ausdrücklich von mir ausgeführt in der ersten relevanten Ausschusssitzung. Worüber ich lieber reden möchte, ist das, was uns wirklich beschäftigen sollte. In einer aktuellen Stunde vielleicht mal darüber zu diskutieren, wie geht es eigentlich weiter. Der Sinn dieser Reform ist es, diese Theater zu erhalten, und zwar auf Dauer. Und diesen Prozess werden wir gestalten, da können Sie noch so viele Versuche unternehmen, Nebelkerzen zu zünden. Und wir werden das tun im Interesse der Menschen in diesem Land und der Kultur in diesem Land. Und es gibt aber eine Reihe von Problemen, die von viel tiefgreifenderer Bedeutung sind aus meiner Sicht, und die würde ich Ihnen gerne vorschlagen. Und sehr geehrte Frau Berger, darüber konstruktiv zu diskutieren, könnt ihr vielleicht sogar mal produktiv werden. Wenn man mit den Intendanten dieses Landes spricht, dann äußern sie sich mit großer Sorge über die langfristige Bestandsfähigkeit der Theater in unserem Land, nicht wegen der aktuellen Debatte, sondern mit Blick beispielsweise auf das Durchschnittsalter der Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise der Theaterbesucher. Es scheint so zu sein, dass immer weniger junge Menschen in die Theater gehen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir ganz gravierende Schwierigkeiten bekommen können, wenn das nicht zu verhindern ist. Und diese Frage berührt die aktuelle Theaterdebatte sehr deutlich, weil sich das anschließt an die Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und die einzige Möglichkeit, dagegen zu steuern, die ich sehe, ist, dass wir uns sehr viel mehr auch darum bemühen müssen, die Schulen zu erreichen. Und deswegen darf ich Sie darüber offiziell informieren, dass ich vor einigen Wochen mit den Intendanten dieses Landes gesprochen und ihnen den Vorschlag unterbreitet habe, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern seinen Schulen in Zukunft ermöglicht, das Unterrichtsfach darstellendes Spiel einzurichten. Warum gibt es Kunstunterricht und Musikunterricht, aber kein Theaterspiel an unserer Schule oder an unseren Schulen? Der Rahmenplan liegt dafür vor. Ich darf Sie außerdem darüber informieren, dass die Hochschule für Musik und Theater zugesagt hat, dass für den Fall, dass das Land diese Entscheidung trifft, die Hochschule für Musik und Theater bereit ist, eine weitere Professur auf den Weg zu bringen für Theaterpädagogik, um die Lehrer auszubilden. Und ich habe den Intendanten vorgeschlagen, um eine bessere Verknüpfung von Schulen und Theatern auf den Weg zu bringen, dass wir auch darüber nachdenken, ganz gezielt pädagogisch begabte und interessierte Schauspielerinnen und Schauspieler als Lehrer in unseren Schulen einzusetzen und gleichzeitig als Schauspieler in den Theatern. Das ist logistisch nicht ganz einfach. Aber es wäre eine wunderbare Gelegenheit, um eine Verschränkung von Schule und Theater so hinzubekommen, dass auch das Publikum von morgen in hoher Zahl zur Verfügung steht und umgekehrt unsere Schulen eine große Belebung erreichen. Ich werde demnächst dem Bildungsausschuss diesen Vorschlag konkret unterbreiten und dann bin ich gespannt darüber. Ob Sie bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Es gibt eine zweite große Zukunftsherausforderung für die Theater, das Land und die Kommunen.
Diese zweite Herausforderung lautet, dass derzeit die kommunale Ebene in sehr unterschiedlichem Maße an der Finanzierung der Theater beteiligt ist. Die theatertragenden Kommunen haben hohe Lasten. Und wenn man sich die Landkreise anschaut, insbesondere die Städte, wenn man sich die Landkreise anschaut, sieht es sehr unterschiedlich aus. Es gibt zwei Landkreise, die sich in außerordentlichem Maße für die Theater engagieren. Das ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Den muss man nochmal besonders hervorheben, weil dort die Einwohnerzahl und die Finanzmasse deutlich geringer ist als in Ludwigslust-Parchim. Es gibt aber auch Landkreise, die beteiligen sich überhaupt nicht an der Theaterfinanzierung, obwohl sie unmittelbar von den Theatern profitieren. Und deswegen bin ich dem Innenminister außerordentlich dankbar, dass er vorgeschlagen hat, zu prüfen, ob man mit einer Novellierung des FAG auch hier zu Veränderungen kommt. Dass man die Finanzierungslasten für die Theater auf kommunaler Ebene auf breitere Schultern verteilt. Es gibt bisher keinen konkreten Vorschlag nach meiner Kenntnis zu dem Thema. Es gibt zunächst einmal nur die Aufgabe, das Ganze zu prüfen und zu diskutieren. Und ich bin sehr gespannt, ob es uns bei einer konstruktiven Diskussion hier im Parlament gelingt, eine politische Mehrheit genau dafür zu organisieren, die Finanzierungsbasis der Theater auf kommunaler Seite deutlich zu verbreitern und damit auch eine größere Finanzierungsgerechtigkeit herzustellen. Und das ist eine wirklich große politische Gestaltungsaufgabe, denn das muss das Parlament beschließen, ob es das will, zur Unterstützung der Theater und ihrer Kommunen oder nicht. Und die dritte große Gestaltungsaufgabe, die sich wirklich stellt und nicht die parteipolitischen Mätzchen, die in den letzten Wochen betrieben werden, ist die Frage, wie denn die Dynamisierung der Theaterfinanzen in Zukunft gestaltet sein wird, und zwar von Land und Kommunen. Und das würde ich gerne mal sagen. Wir haben die Situation, dass früher die Theater Bestandteile der öffentlichen Verwaltung waren. Und es wurde nach meiner Kenntnis in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland diskutiert, diese Theater aus der öffentlichen Verwaltung herauszunehmen und in GmbHs auszugliedern. Mit der eigentlichen Idee, dass die Theater, die erfolgreich sind und viele Einnahmen erwirtschaften, diese Einnahmen auch behalten dürfen, um damit künstlerisch zu arbeiten. Das war die eigentliche Idee der GmbH-Gründung. Und dann gerieten die Theater in die Situation, dass die öffentlichen Haushalte in Schwierigkeiten kamen. Und plötzlich wurde dieses Instrument der GmbH-Gründung umfunktioniert, nämlich dazu, die entsprechenden Zuschusssteigerungen und Bedingungen an den Theater nicht denen des öffentlichen Dienstes anzugleichen. Das ist die Entwicklung, mit der wir hier in dem Lande zu tun haben, die wir beenden wollen, und zwar auf Grundlage dieser Reform. Und das ist ein erklärtes Ziel, das ich verfolge, das, wozu sich die Koalition auch bekannt hat, dass es auf Dauer nicht tragbar ist, dass sich keine Sekretärin in der Landesverwaltung, kein Finanzbeamter, niemand dafür rechtfertigen muss, wenn die Tarifverhandlungen das Ergebnis haben, dass mehr Lohn gezahlt wird. Kein Finanzamt muss irgendwie, um seine Tarifsteigerung zu finanzieren, Einsparungen vornehmen. Es ist selbstverständlich, dass den Beschäftigten der Lohn erhöht wird. Und in manchen Bereichen, wie beispielsweise dem Theater, diskutieren wir dann darüber, ob die Tarifsteigerung ausgeglichen wird oder nicht. Jedenfalls waren das die Diskussionen der letzten Jahre. Ich bekenne, dass das Land sich dazu entschieden hat, zu sagen, im Einvernehmen letztlich mit den theatertragenden Kommunen, auch wenn es sicherlich sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt, die Unterschriften sind ja alle geleistet, dass sich das Land nicht in der Lage gesehen hat, diese Regelung der Dynamisierung auf Grundlage der derzeitigen Finanzierungsbasis vorzunehmen. Das ist so. Aber wir haben ausdrücklich erklärt, dass es unser Ziel sein muss, in überschaubarer Zeit zu einem System zu kommen, wo wir einen Theatermitarbeiter oder ein Theater ganz genauso behandeln wie jeden anderen Mitarbeiter oder jede andere Behörde in der öffentlichen Verwaltung. Die besondere rechtliche Situation, in der die Theater sich befinden, auf Wunsch der Politik, kann nicht dauerhaft dazu führen, dass diese Beschäftigten anders behandelt werden als alle anderen. Und darüber zu diskutieren, wird wiederum sehr schwierig sein, denn das heißt, sich klar zu entscheiden für einen Anpassungsmechanismus, sowohl auf Landesseite als auch auf kommunaler Seite. Das betrifft am Ende alle theatertragenden Kommunen. Niemand wird sich der Herausforderung entziehen können, auch wenn die theatertragenden Kommunen im Moment sagen, auch wir werden unsere Zuschüsse nicht erhöhen, das soll das Land alles tun. Das wird nicht funktionieren. Alle Träger oder alle Zuschussgeber werden in absehbarer Zeit sich auf einen Mechanismus verständigen müssen, wie sie regulär die Theaterfinanzierung positiv ausgestalten, um die dann entstandenen Strukturen auch zu sichern. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, glaube ich, das wären wirklich drei Zukunftsaufgaben, drei Schwerpunkte, mit denen man sich auseinandersetzen müsste,
mit denen man sich auseinandersetzen müsste, wenn man etwas für die Theater tun wollte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen versichern, die Koalitionsfraktionen werden genau dies tun. Und in der nächsten Legislaturperiode wird ausreichend Gelegenheit bestehen, auch für alle beteiligten Akteure die entsprechenden Schritte einzuleiten. Das Unterrichtsfach darstellende Spiel würde ich allerdings noch gerne vor der Wahl politisch konsentieren. Und da freue ich mich auf die konstruktiven Diskussionen im Bildungsausschuss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Suhr, ich denke, der Minister würde gerne Ihre Frage beantworten. Allerdings ist das in der Aktuellen Stunde nicht zulässig. Ich rufe auch für die Fraktion der CDU den Abgeordneten Herrn Reinhardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mehr Theater als in den letzten Wochen hier bei uns im Hause geht eigentlich gar nicht. Da kommen wir gleich zu, Herr Dr. Niseri. Da geht es zunächst um einen angeblichen Geheimbericht, der angeblich so geheim ist, dass ich ihn nach dem Lesen sofort verbrennen und mich einer Gehirnwäsche unterziehen muss. Dann kommt raus, dass dieser ach so geheime Bericht bereits der Abgeordneten Berger seit 21. Dezember vorliegt. Dann erfahren wir, oh Schlimmes, wer Böses dabei denkt, aus der Ostsee-Zeitung, wie immer er da auch über verwundene Wege hingekommen ist, viele Details aus diesem ach so geheimen Bericht. Kann nicht passiert sein. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich fange ja gerade erst an, nun werden Sie nicht gleich so nervös hier. Ne? Ja, Herr Suhr ist noch nicht mein Kollege. Es kann ja noch werden. Wir wollen es nicht hoffen. Insofern kommt es dann dazu, und Frau Berger, und da mache ich Ihnen als Ausschussvorsitzender auch den Vorwurf, spätestens in dem Moment, wo vor 2 Wochen auf Nachfrage von 3 Fraktionen uns es lediglich ermöglicht wurde, im Parlamentssekretariat unter Aufsicht diesen Bericht einzusehen, ohne Stichpunkte aufzuschreiben und Ihnen dieser Bericht aber schon Ewigkeiten vorlag. Da können Sie Ihre Rolle als gespaltene Persönlichkeit gerne weiter fortsetzen. Das können Sie gerne tun. Aber von einer Ausschuss erwarte ich, dass wenn sie diese Information hat, dass sie so kollegial ist und den auch allen anderen zur Verfügung stellt oder zumindest dafür sorgt, dass das passiert. Und der Bericht ist dann mit mal nach einer Ausschusssitzung. Ein Moment, Herr Reinhardt, einen kleinen Moment. Ich kann auch lauter schreien, also. Das heißt hier Aktuelle Stunde. In der Aktuellen Stunde sollte man sich austauschen. Wenn man sich austauschen will, muss man sich auch zuhören. Das geht jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr. Von daher bitte ich doch, die Zwischenrufe so zu begrenzen, dass ein Verfolgen des Redners und ein Zuhören hier noch weiter möglich ist. Jetzt können Sie weitermachen, Herr Reinhardt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und das ist das Einzige, was man Ihnen da auch vorwerfen kann. Ansonsten dieses Abgeordneten-Jojo, was hier uns zwischen mehreren Institutionen aufgeführt wurde, war sicherlich auch nicht ganz rühmlich. Aber das werfe ich Ihnen vor, dass wir 2 Wochen lang uns das da im Parlamentssekretariat angucken sollen, obwohl Sie das schon vorzuliegen haben. Und da hätte ich es als Ausschussvorsitzender erwartet, dass Sie darauf hinarbeiten. Aber Frau Berger, und das will ich Ihnen auch ganz deutlich ins Stammbuch schreiben. Ich habe in meiner 10 Jahren dieser Parlamentszugehörigkeit noch nie einen so schlecht geführten Ausschuss wie den jetzigen Bildungsausschuss erlebt. Noch nie. Ich kann da ein gewisses Verständnis für Ihre Rolle als Oppositionspolitikerin aufbringen. Aber es gibt auch viele andere Oppositionspolitiker, die einen Ausschuss geführt haben. Und wenn Sie die Rolle nicht wahrnehmen können, dann steht es Ihnen frei zu sagen, Sie sind liebe Oppositionspolitikerin und können so einen Ausschuss nicht führen. Und dann treten Sie bitte von diesem Amt zurück. So viel vielleicht dazu. Ansonsten vielleicht zu dem GSA-Gutachten. Ich durfte es ja heute Morgen dann kurz überfliegen. 2 Punkte sind festzustellen. Aus meiner Sicht ist es eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2014 mit Daten aus dem Jahr 2013. Wie uns das für die zukünftige Debatte weiterhelfen soll, das wird sich uns ja noch erschließen. Und zweitens ist festzustellen, es ist ganz gut,
dass wir als Land verstärkt, wahrscheinlich nicht nur im Theater Schwerin, sondern auch in allen anderen Theater mit einsteigen und dann dafür sorgen, dass Controlling sowie Buchhaltung vielleicht auch in geregelte Bahnen läuft. Auch das ist dem Gutachten zu entnehmen. Und insofern sind das zwei Sachen, die ich feststellen kann. Ansonsten möchte ich im zweiten Teil auch ein wenig zum Thema kommen und vielleicht auch mal eine Gemeinsamkeit feststellen. Das hatten wir ja heute noch gar nicht. Eine seriöse und zukunftsfähige Theaterfinanzierung will wahrscheinlich jede demokratische Fraktion hier in diesem Landtag. Sehen Sie, das ist sehr gut. Und aus meiner Sicht gibt es hier zwei Wege. Da kommen wir noch zu. Gibt es hier zwei Wege. Die einen, so wie Frau Berger und wahrscheinlich die Grünen-Fraktion, wollen das mit immer mehr Geld vom Land lösen. Was das bedeutet, das haben wir ja auch schon vom Bildungsminister gehört, auch wenn das Land immer mehr Geld gibt, werden auch die Kommunen immer mehr Geld geben müssen. Dass dafür perspektivisch das Land und auch die Kommunen in der jetzigen Lage der Theater nicht in der Lage sind, das haben wir hier schon vor Jahren festgestellt. Und deshalb haben wir uns auf einen anderen Weg gemacht. Wir schaffen zukunftsfähige Strukturen in allen Landesteilen und in allen Standorten. Das ist unser Plan. Und dass das zu Strukturveränderungen und dann auch zu Diskussionen in den Standorten führt, das liegt in der Natur der Sache. Uns als Koalition geht es am Ende um funktionierende und finanzierbare Theater- und Orchesterstrukturen an allen bisherigen Standorten. Sie sind ja auch mehr mit sich selbst beschäftigt, Frau Berger, deshalb können Sie dabei auch wenig spüren. Dass das am Ende zu vielen Diskussionen führt, ist aus meiner Sicht sehr verständlich. Am Ende gilt dieser Strukturprozess für alle Teile unseres Landes, für den westlichen genauso wie für den östlichen und auch für die Hansestadt Rostock. Und in der Hansestadt Rostock sind die Mitglieder der Bürgerschaft, vor allem hier auch die Fraktionen der Grünen, aber auch der Linken, sehr gut aus meiner Sicht beraten, auf den vereinbarten und unterschriebenen Weg zurückzukehren, die gemeinsamen Verhandlungsweg wieder aufzunehmen, weil ich ansonsten glaube, wenn Sie das nicht machen, sich nicht an das Vereinbarte halten, landet Rostock am Ende am kulturpolitischen Katzentisch und das kann keiner von uns in diesem Hause hier wollen. Ich will zum Schluss sagen, die CDU-Fraktion ist weiterhin auch mit allen Teilnehmern zum Dialog bereit und wir werden auch in Zukunft darauf achten, dass es im gesamten Mecklenburg-Vorpommern zu einer ausgewogenen Theaterstruktur und Orchesterstruktur kommt. Da laden wir Sie alle herzlich dazu ein, sich zu beteiligen und dann wäre auch von Ihnen, Frau Berger und Ihrer Fraktion, mal eine ehrliche und auch mit Fakten unterlegte Beteiligung wünschenswert und nicht immer nur dieser politische Klamauk, den Sie im Bildungsausschuss aufführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Die Linke der Abgeordnete Koplin. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte ganz gern die Aufmerksamkeit nochmal auf den genauen Wortlaut der Themensetzung seitens Bündnis 90 Die Grünen legen und bin schon der Meinung, wir als Fraktion Die Linke sind der Meinung, es ist zweifelsohne ein aktuelles Thema, das aufgerufen wurde, aber es ist auch ein fragwürdiges Thema in doppelter Hinsicht. Denn einerseits lässt die Themenstellung vermuten, indem es heißt, seriös finanziertes Theaterkonzept, das das Land braucht, lässt die Themenstellung vermuten, wir hätten ein Theaterkonzept in diesem Land. Und eben gerade ist deutlich geworden, wir haben kein Theaterkonzept in diesem Land. Der Minister hat eben drei Zukunftsaufgaben formuliert, die uns in Teilen zumindest wohl alle überrascht haben dürften. Es ist eine Reaktion auf einen entstandenen Druck, auf eine Situation heraus. Es gibt also kein Theaterkonzept. Was es gibt, sind stapelweise Gutachten, aus denen die Landesregierung es nicht vermag, ein ganzheitliches Theaterkonzept für das Land zu entwickeln. Und was es gibt, ist, dass die Landesregierung, das möchten wir gerne festhalten, als Hauptverursacherin der Krisen und Existenznöte an den Theatern hektisch handelt, auf Druck reagiert und immer, das war auch heute wieder deutlich, kleinteilig standortbezogen. Und was es noch gibt, sehr geehrte Damen und Herren,
Was es noch gibt, ist die Aussicht, das hat der Minister vorhin gerade bestätigt, auf eine fortdauernde Nothilfe für einzelne Standorte, eben weil die Landesregierung keine inhaltliche Strategie hat, sondern lediglich die Ökonomisierung der Kultur vorantreibt. Fragwürdig ist an der Themensetzung aus unserer Sicht aber weiterhin der Begriff Geheimniskrämerei. Da stellt sich für uns die Frage, wen bezichtigen Bündnis 90 die Grünen der Geheimniskrämerei? Die Landesregierung oder sich selbst? Letzteres wäre bedingt nachvollziehbar. Es ist hier angesprochen worden. Und Frau Berger, ich hatte Ihnen das schon gesagt. Seit 21. Dezember, wissen wir nunmehr verbrieft, lagen die Statusberichte der Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung zum Mecklenburgischen Staatstheater und zum Zweckverband Parchim vor. Sie hatten diese als einzige. Dann, das will ich nicht kommentieren, tauchte dieses Gutachten bei einer Tageszeitung auf. Die Abgeordneten der anderen Fraktionen wurden daraufhin befragt und mussten deutlich machen, dass sie keine Kenntnis haben. Und spätestens dann, aus Gründen der Kollegialität, wäre es geboten gewesen, dafür zu sorgen, dass alle anderen das auch bekommen. Denn an der Stelle wird ja deutlich, geht es darum, politisch Honig zu saugen? Oder geht es darum, dass wir in gleichem Maße auf Kenntnis gleicher Informationen einen Meinungsstreit um die besten Lösungen führen? Und das schien mir und scheint mir an dieser Stelle nicht gewollt gewesen zu sein. Wenn mit Geheimniskrämerei die Landesregierung gemeint sein sollte, so finde ich, ist das nicht in Ordnung. Die Landesregierung betreibt keine Geheimniskrämerei. Die Landesregierung offenbart vielmehr vor aller Augen, dass sie unfähig ist, die Theaterreform zu einem wirklichen Erfolg zu führen. Sie ist nicht in der Lage, den Theater und Orchestern eine nachhaltige Zukunft zu eröffnen. Mehr noch, sie ist nicht in der Lage, Herr Ministerpräsident, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Mit dem Koalitionsvertrag wollten Sie eine Theaterreform im Dialog. Geblieben davon sind politisch abgepresste Zielvereinbarungen und Bestrafungen durch Drohung mit Fördermittelentzug. In Regierungserklärungen von Ihnen, Herr Ministerpräsident, postulierten Sie Ihren Einsatz für gute Arbeit. Geblieben davon sind hunderte gestrichene Stellen und in Aussicht stehender Abbau ganzer Sparten. Und mit dem Metrum-Gutachten verhieß die Landesregierung Zukunft für alle Theaterstandorte. Herr Reinhardt hat das vorhin auch nochmal angesprochen. Geblieben sind zumindest bis heute permanente Zukunftsängste und latente Insolvenzgefahren. Und es liegt nicht am Geld. Sage mir keiner mehr, es läge am Geld. Unmittelbar vor dem Abschluss der Beratung zum Doppelhaushalt 2016-2017 schieben die Koalitionäre in Millionenhöhe Einzelprojekte, auch Kulturprojekte, in den Haushalt und zeigen deutlich, es ist Geld da, wenn man will. So ist es eben, Herr Kokert, möglich, dass wir für die Fürstengruft in Miro Geld für Särge und für die Gebeine Blaublütiger haben, aber nicht für den lebendigen Tanz der Tänzerinnen und Tänzer der Tanzkompanie Neustrelitz. Ja? Ich finde, die Fraktion Die Linke charakterisiert die Theaterpolitik der Landesregierung mit drei Begriffen. Chaotisch, unverantwortlich und letztlich gescheitert. Von einer solchen Kulturpolitik distanzieren wir uns. Wir wollen den Paradigmenwechsel den theatertragenden Kommunen, den Künstlern, den Kulturakteuren, den Künstlergewerkschaften, den Fördervereinen der Theater und Orchester unterbreiten wir von dieser Stelle ein 5-Punkte-Programm unter dem Titel Perspektive 2025, Sicherung und Entwicklung der Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Erstens, ein augenblicklicher Stopp der kulturfeindlichen, erpresserischen Theaterpolitik der jetzigen Landesregierung. Ein sofortiges Einsetzen eines umfassenden, partizipativen Prozesses gleich einer
Bürgerbeteiligung. Ziel ist es, gemeinsam zu einer Ist-Stand-Bewertung zu kommen und Ziel ist es, gemeinsam Handlungsvorschläge zu erarbeiten. Zweitens, Herr Schulte, Bereitstellung der erforderlichen Förderung der Theater und Orchester unter Berücksichtigung einer raschen Angleichung an den Branchentarife und selbstverständlich sind alle Beteiligten dann auch in der Pflicht. Drittens, Maßnahmen zur Stärkung der kulturellen Bildung, insbesondere zur Theaterpädagogik. Einen Punkt hatten Sie angesprochen, dabei können wir allein aber nicht stehen bleiben. Viertens, das gebe ich Ihnen nachher schriftlich. Viertens, Abschluss von Kooperations- und Leistungsverträgen mit einer Laufzeit bis 2025. Und fünftens, Kulturschutz durch Einbettung der Theater und Orchester in ein zukünftiges Kulturfördergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Sehr geehrte Damen und Herren, die Linksfraktion übt sich nicht in Geheimniskrämerei. Wir sagen ganz klar, wer am 4. September diesen Jahres die Linke wählt, gibt seine Stimme für eine nachhaltige Perspektive für die Theater und Orchester des Landes. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der NPD der Fraktionsvorsitzende Herr Pasteurs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, wer glaubt, dass das Geschrei, was wir hier insbesondere von den Grünen gehört haben, dass wir eine innerliche Verbundenheit mit den Theatern, der möge das bitte für sich selbst entscheiden. Aber so wie wir die Grünen bisher hier erlebt haben, ist das nichts anderes gewesen als Theaterspielen, um Wählerstimmen aus der Klientel der Theaterbeschäftigten und der Leute, die hier in Mecklenburg und Vorpommern das Theater schätzen. Ihnen geht es im Kern gar nicht um das Theater, Ihnen geht es um Wählerstimmen und es ist zu durchsichtig, was Sie heute einmal mehr hierzu zu diesem Punkt geäußert haben. Ich möchte grundsätzlich einmal festhalten, dass hier in Mecklenburg-Vorpommern wir eine Theaterlandschaft haben, die im Vergleich in der Bundesrepublik Deutschland einmalig hoch subventioniert wird. Wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Zuschuss zwischen 100 und 120 Euro pro Besucher. Davon erwirtschaften die Theaterschaffenden, die Theater zwischen 15 und 19 Euro pro Besucher. Und da muss es doch gestattet sein, einmal zu vergleichen, was denn sonst noch für Aufgaben, besonders auch bei den Kreisen, die ja auch im Bereich der Theaterlandschaft mitfinanzieren, an höherwertigen Aufgaben zu erledigen ist. Und das ist der soziale Bereich. Schauen Sie sich doch einmal an, Landkreis Parchim-Ludwigslust. Da haben wir einen steil aufwachsenden Bedarf an Finanzmitteln bei der Jugendsozialarbeit. Das ist kaum noch zu finanzieren. Das ist die Infrastruktur. Das sind Maßnahmen, die breite Masse unserer Landsleute benötigen, um vernünftig leben zu können. Und wenn ich mir dann die Zuschauerzahlen der Theater anschaue, dann muss ich auch die Leute des Theaters einmal fragen, leiten Sie eigentlich aus Ihrer Existenz ab, dass auf hohem Niveau, so wie es in den letzten Jahren war, ganz gleich, wie sich die finanzielle Situation des Landes und auch der Besucherzahlen darstellt, dass man das weiter perpetuieren kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Das sehen wir als NPD ganz anders. Wir sagen ganz klar, dass ein Theater in unserem Land eine wichtige, kulturelle, komplementäre Aufgabe zu erfüllen hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann nicht dazu führen, dass wir hier so eine Art Verbeamtung der Kunstschaffenden in Mecklenburg-Vorpommern aufbauen. Das hatten wir einmal zu DDR-Zeiten und dagegen wenden wir uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz abgesehen davon halten wir auch das Thema hier auf die Tagesordnung zu setzen zur aktuellen Stunde für sehr verfehlt. Es gibt viel wichtigere aktuelle Themen, die wir, wenn wir zu bestimmen gehabt hätten, hier auf die Tagesordnung gebracht hätten.
Das wäre in erster Linie die innere Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre zum Zweiten die aktuelle soziale Situation auf den Werften, die Beschäftigungszahlen, das, was in den nächsten Wochen und Monaten auf die Werftarbeiter zukommt. Das wäre die ins Kraut schießende Insolvenzzahlen im gewerblichen Bereich und im Privatbereich, die bundesweit an der Spitze liegen, wie wir seit wenigen Tagen wissen, auf der Grundlage der neuesten Zahlen. Also was Sie hier spielen von den Grünen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ein Theater, das Ihnen keiner abnimmt, dass Sie das ernst meinen. Und leider muss ich auch bestätigen, weil der parlamentarische Geschäftsführer meiner Fraktion mir gestern berichtete, dass chaotische Zustände in Ihrem Ausschuss herrschen, Frau Berger. Insofern möchte ich das wiederholen. Sie sind komplett unfähig. Sie sind eine Theatertante, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD die Abgeordnete Frau Kaselitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Gern hätte natürlich mein Kollege und kulturpolitischer Sprecher unserer Fraktion, Ingolf Dohnig, zu Ihnen gesprochen. Aber leider kann er krankheitsbedingt nicht selber reden und hat mich daher gebeten, für ihn seine Rede zu halten. Dieser Bitte komme ich natürlich gerne nach und wünsche ihm von hier aus auch baldige Genesung. Dankeschön. Als wir das Thema der Aktuellen Stunde gelesen haben, da haben wir uns schon sehr gewundert. Zum einen, dass die Grünen sich mit einem Male für eine seriöse Finanzierung der Theaterreform aussprechen und zum anderen von Geheimniskrämerei sprechen. Die Ideen der Grünen für Theater sehen vor, dass alles beim Alten bleibt und das Land immer mehr Geld ausgibt. Die Leistungsfähigkeit der Trägerkommunen spielt keine Rolle. Zur Not erhöht das Land seinen Betrag eben noch einmal. Wo waren die seriösen finanzierten Vorschläge im Rahmen der Haushaltsberatungen oder der Theaterdebatten der letzten Jahre? Ich erinnere mich noch gut an die Finanzierungsgrundlage der meisten Anträge der Grünen aus den letzten Haushaltsberatungen zum aktuellen Doppelhaushalt. Da sollte zum Beispiel das Geld aus den Haushaltsmitteln für die Zinszahlungen des Landes genommen werden, in der Hoffnung, dass das Land dauerhaft für seine 10 Milliarden Euro Schulden weiterhin so historisch niedrige Zinsen zahlen wird wie in den letzten Jahren. Mit dieser unseriösen Einschätzung stehen Sie, sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen, allein. Wie bei jeder Debatte kommt natürlich Ihr Argument, dass das Land seit ewigen Zeiten die Zuschüsse für die Theater nicht erhöht hat. Fakt ist aber, dass das Land bei den Zuschüssen pro Einwohner für die Theater weiterhin weit über dem Bundesdurchschnitt liegt. Fakt ist auch, dass die Einwohnerzahl von Mecklenburg-Vorpommern seit 1994 kontinuierlich gesunken ist, sich also der Zuschuss pro Einwohner erhöht hat. Erfreulich ist natürlich, dass sich die Einnahmesituation von Land und Kommunen seitdem auch erheblich verbessert hat. Mecklenburg-Vorpommern bekommt andererseits heute viel weniger Mittel aus dem Solidarpakt und vom Bund zum Wiederaufbau als noch in den 90er Jahren. Ich könnte Ihnen noch viel mehr Gründe nennen, warum eine Theaterreform notwendig ist, aber Sie sind rationalen Argumenten gegenüber nicht sehr offen. Sie spielen lieber die Gönner. Die Koalition hat bei der Theaterreform immer betont, dass es vor allem auf die künftige Leistungsfähigkeit der kommunalen Träger ankommt. Eine zukunftsorientierte und reformfähige Reform muss dies immer im Blick haben. Daher hat die Koalition klargemacht, dass die Finanzhilfen ab 2020 dynamisiert werden, aber die kommunalen Träger bei den notwendigen Kosten für die Umstrukturierung vom Land unterstützt werden. Bei den zusätzlichen Finanzhilfen für die Theaterträger gab es nie eine Geheimniskrämerei. Schon in der zweiten Sitzung, der Bildungsminister hat es schon erwähnt, im Bildungsausschuss hat Minister Brotkorb am 9. November 2011 im Rahmen von zusätzlichen Hilfen für das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin berichtet. Der Minister erklärte schon damals, dass ihm die Gleichbehandlung des östlichen und westlichen Kulturraums wichtig ist. Träger
die notwendige Umstrukturierungsentscheidungen noch nicht getroffen hatten, sollten nicht bevorteilt werden, sondern diese Entscheidungen nachholen. Auch nach dieser Sitzung stand Minister Brotkorb mehrfach im Ausschuss Rede und Antwort. Ich möchte hier nicht jede einzelne Ausschusssitzung aufzählen und sagen, was der Minister jeweils erklärt hat. Insgesamt hat sich der Bildungsausschuss auf 6 weiteren Sitzungen mit der Theaterreform beschäftigt. Die letzte fand erst gestern statt und hat hier ja schon für Aufregung gesorgt. Und der nächste Termin steht für den 16. Februar auch schon fest. Hinzu kamen noch 3 Anhörungen zur Theaterreform und mehrere Landtagsdebatten. Auch in der medialen Berichterstattung stand der Minister immer wieder der Öffentlichkeit Rede und Antwort. Selbst als Anfang Dezember 2015 beim Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin zu Problemen kam, hat er diese nicht verschwiegen, sondern offen angesprochen. Diese Probleme konnten ausgeräumt werden und es kam zu einer Einigung. Dass der Einstieg ins Mecklenburgische Staatstheater früher erfolgt als im östlichen Landesteil, ist allein dem Umstand geschuldet, dass die Haustarifverträge im Osten noch bis zum 31.12.2017 laufen. Die offene Kommunikation des Ministers seit Amtsbeginn fand nicht nur gegenüber uns Abgeordneten der Koalition statt. Er war stets auch für die Politikerinnen und Politiker der Opposition zu Fragen aus allen Bereichen seines Ministeriums ansprechbar. Der Umgang mit dem GSA-Gutachten zu den Theatern war von der gleichen Offenheit und Transparenz geprägt. Die Beantwortung gestellter Anfragen dauerte länger, da noch datenschutzrechtliche Sachverhalte zu klären waren. In dem Gutachten sind persönliche Daten enthalten, die besonders schützenswert sind. Die Arbeit mit dem gesamten Gutachten war zunächst nur Ihnen, sehr geehrte Frau Berger, möglich, da Sie allein am letzten Plenartag des Jahres 2015 das Gutachten in der Post hatten. In dieser Situation... In dieser Situation forderten auch wir die Gleichbehandlung aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Dem ist die Verwaltung nach der gestrigen Sitzung des Bildungsausschusses sehr schnell nachgekommen. Das Material steht inzwischen allen Abgeordneten des Bildungsausschusses als vertrauliches Material nur für den Dienstgebrauch zur Verfügung. Eine Geheimniskrämerei. Eine Geheimniskrämerei können die Grünen dem Minister nun wahrlich nicht vorwerfen. Zumindest Sie, Frau Berger, hat... Also ich bitte doch jetzt darum, dass die individuellen Gespräche eingestellt werden und die Rednerin ihren Redebeitrag zu Ende bringen darf. Bitte schön, Frau Kaselitz. Danke. Zumindest Sie, Frau Berger, hatten die Möglichkeit, das komplette Gutachten lesen zu können. Interessiert haben wir Ihre gestrige Pressemitteilung aufgenommen. Es stimmt, dass die Koalition gestern die Beratung über das Gutachten der GSA auf den 16.02. verschoben hat. Dies war aber dem Umstand geschuldet, dass nur Sie allein als Ausschussvorsitzende dieses 174-seitige Gutachten nebst den fast 100 Seiten Anlagen in schriftlicher Form vorliegen hatten. Es handelt sich also nicht um das Verschleppen der Aufklärung zur Theaterreform. Es geht um einfache demokratische Gepflogenheiten. Und nun können sich alle anderen Mitglieder des Ausschusses mit dem Beratungsgegenstand ebenso vertraut machen. Der Minister und Dr. Speiser von der GSA waren gestern im Ausschuss anwesend und wären auskunftsbereit und willig gewesen, aber dieses Gremium besteht eben nicht nur aus Ihnen, sondern aus 11 Mitgliedern. Statt falschen Anschuldigungen und Behauptungen hätten wir ein von einer Vorsitzenden souveränes Verhalten im Ausschuss und beim Verfassen der Presseerklärung erwartet. Und manchmal erwarten vielleicht wir alle voneinander auch ein bisschen mehr Respekt voreinander. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Kaselitz. Ums Wort gebeten hat jetzt noch einmal die Abgeordnete Frau Berger von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Reinhardt, sehr geehrte Frau Kaselitz, es ist schon hart, beim Regieren gestört zu werden. Der Minister sprach die Nebelkerzen an, die wir werfen würden. Die ganze Debatte war voller Nebelkerzen. Zum Beispiel lobt sich der Minister dafür, dass er das fachdarstellende Spiel einführen will, was er zu Beginn dieser Legislatur abgeschafft hat. Das war der Hauptpunkt seiner Rede. Ansonsten können wir konstatieren, die sogenannte Theaterreform ist seit dem Jahr 2012 kein Stück vorangekommen. Alle Metrum-Achten haben sich als unrealistisch, oberflächlich und falsch gerechnet erwiesen. Die Landesregierung weiß davon seit 14 Monaten. Alle Pläne werden immer wieder über den Haufen geworfen. Die Defizite steigen, Theaterneubauten werden gestrichen, Einsparkalkulationen erweisen sich als illusorisch. Im Wochentakt erhalten die Theaterträger neue Landesforderungen, betriebsbedingte Kündigungen werden vorbereitet, Spielstätten geschlossen. Es gibt nur Verunsicherung, Ängste, Überdruss bei Bürgerinnen und Bürgern über die jahrelange Diskussion und intransparentes Regierungshandeln. Aber keine einzige tragfähige Lösung wurde gefunden. Selbst das Vorzeigeprojekt Fusion Schwerin-Parchim funktioniert nicht, wie am Reißbrett zusammengestrichen. Und schuld, wir haben es heute wieder gehört, sind immer die anderen, die Theater, die Kommunalparlamente, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Beratungsfirmen und nicht zuletzt die Opposition. Nur der verantwortliche Bildungsminister will die Verantwortung nicht übernehmen. Und noch ein letztes Wort, es war nicht die bündnisgrüne Fraktion, sondern der Kultusminister selbst, der Anfang Dezember in Presseinterviews Informationen aus dem mehr als ein Jahr alten Prüfgutachten lanciert hat. Defizithöhen, angebliche Probleme um nicht gezahlte Sozialbeiträge, Details aus dem geplanten Gesellschaftervertrag, all das, was den Abgeordneten einige Tage später nur als Verschlusssache zur Verfügung gestellt wurde. Der Minister ging nämlich Frau Berger, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Der Minister Frau Berger, in dem Moment davon Frau aus, Berger, Frau Berger, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Berger, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Wenn die amtierende Präsidentin Ihnen einen Hinweis gibt, dass die Redezeit abgelaufen ist, dann haben Sie das bitte zu respektieren und hier nicht weiterzureden. Das Wort hat jetzt der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, Herr Kokert. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen nochmal das Thema der Aktuellen Stunde vorlesen. Mecklenburg-Vorpommern braucht ein seriös finanziertes Theaterkonzept statt Geheimniskrämerei. Antragsberechtigt die Fraktion Die Grünen. Gehört, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Ihrem seriös finanzierten Theaterkonzept haben wir bis heute nichts. Und ich will Ihnen noch mal erklären, um die Debatte noch ein bisschen zu versachlichen, mit welchen Vorschlägen, Frau Berger, wir in die Diskussion zu diesem Theaterkonzept gegangen sind. Als erstes, wir haben jeder Kommune und jeder Gesellschaft zugesagt, das Land wird, wenn unsere Bedingungen erfüllt werden, in diese Gesellschaft als Mehrheitsgesellschafter eintreten. Zweitens, wir werden zukünftig, wahrscheinlich ab 2020, die Mittel für Theater dynamisieren. Drittens, wir werden im Rahmen der Fusionen keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Viertens, wir werden uns bemühen, ab 2020 an den Theatern in diesem Land und den Orchestern Tarife zu bezahlen. Und fünftens, alle Standorte, meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Land bleiben erhalten. Das ist das Konzept der Regierung, das ist das Konzept dieser Koalition. Sie haben bis heute hier nur Riesenluftbuchungen abgeliefert, meine sehr geehrten Damen und Herren der Grünen. Und dann schauen wir doch mal, wie Ihre Leistungen in dieser Debatte bisher waren. Da, wo Sie Verantwortung tragen, Herr Saalfeld, deswegen sind Sie jetzt so klein, sonst garken Sie ja hier vollständig die ganze Zeit dazwischen. Da, wo Sie Verantwortung tragen, nämlich in Rostock, wo es darum geht, wo wir uns lange in der Koalition wirklich darüber gestritten haben, wie gehen wir mit Rostock jetzt weiter um. Weil Rostock ja für sich einseitig festgelegt hat, eigentlich wollen wir mit euch nicht weiter spielen, aber das Geld vom Land nehmen wir natürlich als größte Stadt gern trotzdem. Haben wir
in langen Diskussionen dafür gesorgt, dass Rostock bei einem Neubau ihres Theaters mit rund 25 Millionen Euro Landesgeld unterstützt werden soll. Darüber und auch über viele andere Punkte hat gemeinschaftlich das Land und die Stadt Rostock eine Vereinbarung getroffen. In großem Einvernehmen. Bis die Linken und die Grünen um die Ecke kamen und gemeint haben, noch vor der Landtagswahl wäre es schlau, diese Vereinbarung wieder einzukassieren, meine Damen und Herren. Das sind Ihre Leistungen in der Kulturlandschaft. Nämlich, Sie bringen den Neubau in Rostock in Gefahr. Das ist Ihre Verantwortung. Das ist das Einzige, was Sie bisher auf den Weg gebracht haben. Das ist für uns verantwortungslos. Und deswegen werden wir so einen Quatsch nicht mitmachen. Und Herr Koblin, ich hätte gern Ihr Kulturkonzept 2025, wie Sie das genannt haben. Ich konnte so schnell jetzt nicht mitschreiben, aber ich meine, dass bei den 5 Punkten, die Sie hier vorgetragen haben, mindestens 3 dabei sind, wo wir sogar d'accord sind. Sie haben ja quasi 3 Punkte, die ich jetzt auch nochmal verlesen habe, für die Koalition genannt. Dann lassen Sie uns doch endlich wieder in einen konstruktiven Dialog eintreten. Heute haben wir uns nur über irgendwelche Mätzchen unterhalten, ob das Gutachten hier von links nach rechts, von oben nach unten gewandert ist. Es geht um die Zukunft der Theater in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das hat diese Debatte beantragt durch die Opposition hier heute nicht zutage gefördert. Und das, muss ich Ihnen sagen, ist ein Scheitern auf der ganzen Linie der oppositionellen Grünen. Wie man eine Aktuelle Stunde mit solchen Nebensächlichkeiten bei so vielen wichtigen Themen füllen kann, erschließt sich mir bis heute nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender Kokert. Ich schließe die Aussprache. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwischen den Fraktionen besteht Einvernehmen. Tagesordnungspunkt 33 nach Tagesordnungspunkt